Oh, da hinten ist ein Falme. Das war der gleiche, oder? Ja, das war der. Gut. Och, jetzt verpiss dich doch nicht, wenn ich kurz davor bin. Guten Tag. Möchten Sie ein paar Sonnenbrillen kaufen? Heute im Angebot. Auf alle schwarzen 20%. Wo ist denn der Arsch jetzt hin? Ich fühle mich ignoriert. Das ist schlimm. Hallöchen. Glocke? Oh, hehe, hi. Bams. Hinterhältigen Bonus. Yeah. Das war nicht so gemeint. Wir sind doch eigentlich Freunde. Lass mich in Ruhe. So, der kommt mit Liebe. Waren gerne. Mein Gott, hier weiß man niemals. Das ist also eine Bank, okay. Hier weiß man niemals, was gerade eine Kiste ist und was nicht und. Ich habe mich verlaufen. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder Bescheid. Und. Da geht's wieder weiter. Wieder eine ewig lange Halle. Boah. Wenn die zweite Abzweigung, die ich am Anfang nicht gegangen bin, genauso lang ist. Dann. Keine Ahnung. Haha. Hehe. Was hat man davon, wenn man wartet, wenn jemand einen Bogen spannt? Sowas macht man doch nicht. Kabam. Weggeownt, lol. Nein. Auf dieses Niveau lasse ich mich doch nicht herab. Du Opfer! Na, jetzt hör mal aber mit auf. Wir sind noch keine Kinder mehr. Zumindest. Vom körperlich gealterten Sinne sind wir keine Kinder mehr. Viele Leute bleiben noch Kinder. Ich habe nichts dagegen. Ich bin auch gern noch eins. Zumindest hin und wieder. Aber wenn es die Situation erfordert, sollte man sich schon erwachsen benehmen können. Hilfe? Dankeschön. Die Wand hat mich festgehalten. Ich schwöre, ich hab's gesehen. Das war der Gerät. Der Gerät kam aus dem Dunkeln. Ja, zeig mir deine tolle Hand. Sprich zu der Hand. Hier. Sprich zu meinem Bogen. Und zu meinem Schrei. Hält er mir seine Hand ins Gesicht, ey. Meine Fresse, ist das unhöflich. Ich bitte, der hat sich nicht mal gewaschen, bevor er das gemacht hat. Da geht's schon wieder. Sack. Du verdienst einen grausamen Tod. Du auch. Falmerpfeile sind fast. Na egal. Notfall verkaufe ich die. Sind die überhaupt was wert? Ja. Wie es aussieht schon. Was das Schleichen angeht, habe ich jetzt auch mal erfahren. Das habe ich jetzt auch wieder mal mitten in den Ladepausen gelesen. Seht ihr so ein Auge? Na gut. Jetzt seht ihr sowas. Wenn ein Auge zu einer Seite aufgeht, bedeutet, es wird nach einem gesucht. Und wenn das Auge komplett offen ist, auf zwei Seiten, oben und unten, dann wurde man entdeckt. Wie man es bei mir teilweise immer sieht. Halt. So. Lololo. Mann, wann bin ich denn endlich dran? Scheiß Zahnarzt.
Jetzt reicht's. Ich gehe wieder. Grr. Kein Kunde da und muss 2 Stunden warten. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich habe meine Orientalisierung verloren. Wie einladend. Ich glaube, ich mach mal wieder. Ich glaube, ich mach mal wieder Licht, oder? Ich glaube, das war das, oder? Ja. Richtig Taste drücken. Richtig. So. Ich habe dort eine Spinne gesehen. Ach, da. Oh, nö. Nicht das Vieh. Oh, oh. Vielleicht wirkt hier mein Fußradar. Oh, ich sehe das Vieh ja fast gar nicht. Oh, 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 mach. Okay. Das ist ein weiter Flugweg. Ist das Vieh schon tot? Ich glaube, das ist schon tot. Krass. Mondsteinerz. Lecker, lecker. Und mit einer Motivation, mit der wir hier wieder zuhauen. Als wäre ich halt früh gekündigt worden. Muss ja meine letzten Stunden abarbeiten. Scheiß, Leben, Scheiß, Leben, Scheiß. So, aber von den FPS her, in solchen Höhlen oder Dungeons oder meistens auch in den freien Gebieten, läuft es eigentlich sehr gut. Und... Nö. Oh, nö. Nö, 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 nö. Da gehe ich wieder zur lustgroßen Flugschneise hier. Ach, du gehst mir nicht auf den Nerv. Wie geht's mit Käfer? Der geht mir auf die Nerven. Du bist doch nur Beiwerk. Oh ne, noch ein Käfer. Was auch immer ihr seid. Boah, der Schrei geht bis da hinten hin. Okay, einer ist weg. Oh oh, oh oh. Mein Fußrotar lädt noch auf. Oh oh, oh oh. Trank, 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 trank. Sonst bin ich gleich tot. Okay. Du kannst dich auch gar nicht verziehen. Du kriegst den Pfeil eben in den Arsch rein. Schimmelpilz. Mmh, sowas wollte ich schon immer mal essen. Her damit, her damit. Nom, 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 nom. Oh, 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 oh. Na. Wollen wir's denn? Los. Was sticht doch heraus, so eine Leckerei. Blitzresistenz. Jetzt wisst ihr es, wenn ihr euch einen Bergadlerkäse kauft oder irgendeinen Schimmelpilzkäse, das steigert eure Blitzresistenz. Das heißt, pfeift euch mal 2 Kilo Schimmelkäse rein, dann geht bei Gewitter nach draußen, haltet die Arme in die Luft und ruft: Gott, zeig mir, was du drauf hast. Tja. Ich kann aber nicht garantieren, ob es funktioniert. Vogelnest. Eier, wir brauchen Eier. Warum liegen eigentlich keine Bananen rum? Ach, egal. Ja. Wir könnten eigentlich mal wieder Licht machen, oder? Das ist eine Idee. Ja, verdammt. Eigentlich müsste ich jetzt niesen, aber jetzt auch wieder nicht. Kennt ihr es bestimmt, wenn das Niesen drin hängt, aber es will nicht raus. Mach mich hier schon wieder. Ach, geh doch weg.
Oh nö, der andere, der mir ständig seine blöden Hände ins Gesicht reinhaut. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Der Laden ist scheiße. Viel zu wenig Service. Ich bin schon fast tot, ich weiß. Aber ich schaffe es. Tot? Ja. Und der andere? Mist, spricht sie der Hand. Auch tot? Was geht denn ab? Haha. Das war alles geplant. Bis ins kleinste Detail. Hm. Nom nom nom. Wusstet ihr eigentlich, wie so ein Schimmelpilzkäse hergestellt wird? Das ist einer der Gründe, wieso ich den eigentlich nicht esse. Bei der Herstellung wird er mit Schimmelpilzen besprüht. Ich habe da mal ein Video gesehen, wie das aussieht. Das hat mir den Appetit verdorben. Nee, danke. Ich lasse meine Finger davon. Gut. Das sieht aus, als würden die sowas wie Fibrez ran sprühen. Das sind halt Schimmelpilze. Und. Klar, es gibt Leute, denen schmeckt. Vom Geschmack her ist jetzt auch nicht so schlimm, aber die Vorstellung. Gut, es gibt viele Sachen, die schmecken in der Vorstellung schlecht und schmecken dann doch wieder gut. Schnüderkäfer. Später wieder ihr Käferlein kommt. Fort. Ich höre irgendwas krabbeln, kann das sein? Nee, gut. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Wie weit müssen wir? Dring jetzt zum Okular vor. Oh nein, da kommt schon wieder das Niesen. Kommt jetzt oder nicht? Verdammt. Ah, da war's. Ich hab zwar nichts davon bemerkt, aber es war da. Jetzt geht's mir besser. Ich fühle mich wie neugeboren. Du fühlst dich gleich tot. Na, na? Krieg mich doch. Nee. Hier bitte eine lustige Musik einfügen. Fang mich doch. So, jetzt stech mich mal hier drauf. Was machst du jetzt, hä? Oh. Jetzt reicht's. Arsch! Hackt ihr mir an den Beinen rum? Schwein. Immer einmal ein bisschen Spaß haben. Nein. Natürlich nicht. Schießt mal einmal aus Spaß jemanden 5 Pfeile in den Körper rein. Nein, der will einen sofort umbringen. Mann, was ist denn aus den Leuten heutzutage geworden? Oh, Meister. Ich probier's mal. Okay, ich lass es. Lalalala. Oh, schon wieder so eine lange Halle. Ich glaube, ich bin mit dem Valhalla. Ho. Bin ich denn überhaupt noch im Ansatz richtig? Sieht so aus.